Alter, was geht ab, Leute? Hier. Wir starten das Video mit 8 10er Eiern. Doppelstaub-Event wurde gestern Abend angekündigt, beziehungsweise ist direkt losgegangen. So, mit Sternstück natürlich. Und eine Nummer 2. Ja. 600 irgendwas. Nummer 3. Nee, danke. Und dann auch noch so schlecht. Nummer 4. Nummer 5. Wir wollen Riolo sehen, Alter. Von dem brauche ich noch einen guten, also. Nummer 6, glaube ich. 6 oder 7. Okay, 7 oder 8. Jetzt kommt Nummer 8. Kind. Ich bin jetzt wieder über 1 Million Staub. Immerhin, das ist gut. Aber die Ausbeute war so schlecht. Apropos Eier. Es gab eine neue Ankündigung von Niantic. Und zwar schlüpfen jetzt Babys aus den 7ern. Das ist schlecht. Dann kann der zweite Account ein paar Babys sammeln. Und dann kann ich mir hoffentlich ein paar Glücksbabys machen. Und ein weiteres Baby-Pokémon, die Vorentwicklung von Roselia, ist jetzt auch am Start. Gibt es natürlich auch Shiny, weil Roselia gibt es ja schon Shiny. Dementsprechend muss das Baby auch Shiny geben. Und ein neuer Raid, ein neues Pokémon ist auch am Start. Aber mehr dazu später. Ich bin auf dem Weg zu meinem X-Raid, davor auf zum Lidl, weil hier kein Penny in der Nähe ist. Erstmal fertig gestärkt. Das Pokémon. Das neue Pokémon aus den Raids und anscheinend gibt es auch wild, ist Marmeline. Okay. Sagt mir jetzt nicht viel, aber unten in die Kommentare eure Meinung zu Marmeline. Kann der was? Ist er gut? Ist er cool? C-Day. C-Day ist der Doppel-DP, Doppelstaub. Mit dem Bonus, mit dem Event, Vierfachstaub. Mit Sternstück, Sechsfachstaub. Ich glaube, deswegen haben die das gemacht. Das jetzt, weil normalerweise wäre, glaube ich, Staub wieder dran gewesen. Deswegen nicht Dreifachstaub. Das wären ja dann einfach 6-fach. Mit Sternstück wären das einfach 9-fach Staub gewesen. Deswegen haben die das, glaube ich, abgeändert auf Doppel-EP und Doppelstaub. So ist es halt nur 6-fach, falls es so funktioniert. Naja, ich chill hier jetzt noch ein bisschen. Und dann geht's auf zu meinem X-Raid. Und dann schauen wir mal, wie viel Staub ich heute machen kann. Beziehungsweise die Woche. Ich habe was sehr Cooles entdeckt. Wir schauen uns mal um. Abgesehen davon, dass es hier ein bisschen matschig ist, aber hallo an alle. Hier ist eine Freebox, das heißt, jeder, jederin kann Kleidung mitnehmen oder dazulegen. Bitte achtet darauf, es übersichtlich zu halten. So, X-Raid Taumler. Es war ein bisschen verwirrend, ein bisschen kompliziert mit den ganzen Gruppen. Habe ich gesagt, yo, Murat, lass zusammen machen. Zwei beste Freunde, Duo Raid. Sollte kein Problem sein. Es sei denn, ich überschätze Murat. Aber ja, mein Yami-Team macht das schon. Wer Yu-Gi-Oh! Geschaut hat, der weiß, wieso ich mein Despotat-Team Yami genannt habe. Halbwegs. Ich will den X-Raid hier schnell fertig machen und dann hole ich mir noch 2 in den Kader-Quest ab und dann geht's Staubfarmen. Oh Gott, oh Gott! Der kämpft mit Rayquaza.
Und Dragon, was ist da los, Murat? Ja, okay, jetzt packt er seine harten Geschütze aus. Jetzt. Schöner Spukball von Murat. 40 Sekunden im Plus, also mehr als 40 Sekunden, also. Alles easy. Ich sehe Murat nicht mehr. Das ist mein Vorletzter. Ein Team ohne Wechsel. Das letzte Mal hatte ich 60 Sekunden über. Oder 40? Aber 40 kann nicht sein, weil wir haben ihn ja gehört. Oder 80? Ich muss nochmal nachschauen. Aber da ist er. Gleich haben wir ihn down. 15,70. Komm, 15,70. Wir wollen die 15,70 sehen. Alter! Es kann froh sein, dass er 15 hat. Oh mein Gott. Das ist 16 Bälle. Wäre die Arena gelb, dann wäre das maximal gewesen. 18 Bälle. Das war noch exzellent. Alter, ich habe zu weit oben geworfen. Zu weit drüber. Und ups. Da war ich ein bisschen zu gierig, ein bisschen zu ungeduldig, aber ja, okay. Hier ist ein Fünfer, das ist gar nicht wichtig, sondern das Raupi, das hier ist, das ist wichtig. Hier sind zwei in den Kader-Quests in der Nähe. Problem ist, ich habe noch drei, das heißt, ich kann die gar nicht abholen. Ich muss erstmal Käfer finden, aber nirgendwo sind Käfer, überall nur Punita und Dragosso. Richtig leidend, richtig krass. So, ich bin jetzt extra für dieses Raupi hierher gelaufen. Aber das reicht nicht, ich brauche noch mehr Käfer. Zu heftig. Holen wir uns mal einen davon ab. Ihr seht, dadurch wird der andere aber nur auf 4 kommen. So, 2,75, naja. Ich brauche mehr Raupi, mehr Käfer. Mal schauen, ob ich noch welche finde. So, das war's erstmal. Zurück zu Hause. Ich habe noch ein paar Käfer gefangen. Ich habe noch die ganzen Quests abgeholt. Das waren 6 den Kader-Quests heute. Musste ich unbedingt ausnutzen. Ansonsten ein bisschen Staub gemacht. Fazit für heute. Noch nicht ganz, aber bisher 1,2 Millionen. Folgt mir auf Instagram, da poste ich die ganze Zeit meinen Fortschritt. Aber die Woche werden die Videos immer so spät kommen, weil ich werde den ganzen Tag farmen, komme nach Hause, esse was, lade ein Video hoch und dann Livestream, Sternstaub, Farm Session. Kommt dann am Abend nochmal irgendwie so 21 Uhr bis 23 Uhr oder sowas. Dementsprechend schaut später im Livestream vorbei. Ich gehe dann später nochmal raus und fahre ein bisschen Sternstaub. Das muss auf jeden Fall ausgenutzt werden. Abgesehen davon habe ich die Vollentwicklung von Roselia gebrütet. Knospi oder sowas. Aber Bamelin habe ich leider noch nicht gesehen. Ein Sternrate versuche ich die Tage auf jeden Fall noch zu machen. Abgesehen davon war es das erstmal für heute, für jetzt. Wie gesagt, später noch der Livestream. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Schreibt unten in die Kommentare, wie euer X-Rate heute war. Und ansonsten, wie euer Tag so lief, habt ihr schon den neuen, habt ihr schon Knospi gebrütet, habt ihr eine Menge Staub gemacht, all das unten in den Kommentaren. Ansonsten, vergesst nicht, Pokémon ist serious business.